Hey Leute, heute ein Ganzkörper-Workout mit dem, was ihr zu Hause habt. Und aktuell ist es ja so, dass mehr oder weniger Klopapier und Überschuss zu Hause ist. Und deswegen haben wir uns heute mal den Workout damit überlegt. Neben mir Vanessa, die mit uns das Ganze mal durchführt. Vanessa ist quasi der Teilnehmer und ich zeige euch anhand der Vanessa, was ihr darauf achten müsst und was ihr natürlich auch dann einfach mit beinhalten müsst im Kopf. Wir fangen ganz locker an. Nehmt euch eine Rolle Klopapier und wir üben erstmal leichte Kniebeuge. Hüft geht nach hinten, Knie bleiben optimal hinter der Zehenspitze und die Ferse schön fest im Boden drücken. Wir gehen tief, komm hoch, tief, komm hoch. Wenn ihr das natürlich als Partner machen möchtet, dann geht ihr tief, übergebt und kommt dann wieder hoch. Geht tief und übergebt. Tief, übergebt. Oder macht es alleine und geht einfach nur tief und wieder hoch. Ihr dürft langsam warm werden. Meine Sache ja. Ihr geht nach unten, setzt die Klopapierrolle einmal im Boden ab. Kommt wieder hoch, nehmt euch die nächste Klopapierrolle und stapelt die einmal oben drauf. Ihr seht ja, wir haben ein paar Klopapierrollen hier. Da können wir ein bisschen hochstapeln. Wir fangen erstmal ganz entspannt jetzt 6 an. Warm seid ihr, oder Vanessa? Ja, so warm. Absolut. Gehen wir also jetzt von den Beinen bis in die Hüfte rein. Wir stellen euch ein bisschen weg vom Klopapierhaufen und geht mit dem rechten Bein übers Hauber mit dem linken Bein. Rechte Bein, linke Bein. Ihr könnt das alleine machen oder macht es als Partnerweise, wie ihr das möchtet. Ihr geht links, geht rechts, versucht einen schönen stabilen Stand zu haben. Knie ist leicht gebeugt, Hüfte ist aufrecht, Oberkörper ist aufrecht und ein Kreis. Jetzt schauen wir mal, wie fit der Vanessa im Gleichgewicht ist. Linkes Bein ist unten, rechtes Bein geht nach oben in den Kreisen mit dem rechten Bein um die Klopapierrolle. Mal sehen, wie schnell das die Vanessa schafft. Linkes Bein ist unten, rechtes Bein geht hoch. Und natürlich könnt ihr das jetzt auch mitmachen. Da ist es schon, Vanessa geht nach oben. Wir wiederholen das Ganze mit der anderen Seite. Mal sehen, wie schnell sie jetzt ist. Oder wie lange der Haufen hält. Rechtes Bein steht unten, linkes Bein kreis. Höhe ist jetzt natürlich unterschiedlich, ob ihr jetzt 4 Klopapierrollen habt, ob ihr nur noch 2 oder 2 Kartons habt, dann könnt ihr natürlich höher bauen. Wichtig ist, 4 bis 6 ist so eine ideale Höhe. Und dann ist das schwierig. Ach nee. Geht. Geht. Wir setzen ab, wir kommen zum Rücken. Hüfte ist warm, beides sind warm, wir gehen zum Rücken. Hüfte geht hinter, Knie ist leicht gebeugt, rechte Hand tippt unseren Haufen an, linke Hand tippt unseren Haufen. Wichtig jetzt auch, wenn ihr immer weitermacht, Rücken bleibt gerade, Knie und Hüfte ist ganz locker, schön hinten. Und jetzt machen wir es noch ein bisschen anstrengend. Wir nehmen einen Haufen runter und tippen weiter locker. Wenn ihr das als Partner macht, einfach nacheinander. Und wenn ihr es alleine macht, geht immer Stück für Stück runter. Wichtig, versucht die Hüfte oben zu lassen, dass er nur im Rücken runter geht. Ja, wir schauen mal. Vanessa kommt bestimmt bis ganz runter, aber na? Wir lassen 3 unten liegen, dass wir da. Es sind schon 2. 2. Locker tief. Gut. Wir kommen wieder nach oben, nehmen uns eine Rolle mit und gehen in den oberen Rücken rein. Wir gehen tief, kleine Finger auf Kniehöhe. Ziehen die Arme gestreckt nach außen, das wieder locker. Achtet hierbei schön drauf, dass die Schulterblätter hinten zusammenkommen, dass ihr hier den Zug habt und der Rücken wieder schön gerade bleibt. Unten wechselt er dann wieder ganz entspannt die Klopapierrolle. Langsam seid ihr ja warm, oder? Denke ich schon. Vanessa, die strahlt mich schon an. Dürfte warm sein. Ja, wir machen noch 10. 10 haben wir. Versucht nach hinten auszuatmen, dann ist den Schulterblatt. Noch 3, 2, 1 und dann kommt er locker wieder nach oben. Wir gehen, Rücken ist warm. Ja. Ab zum Trainieren. Ellbogen gehen auf Schulterhöhe. Dann drückt mal hoch, kommt wieder tief. Versucht schön hinter zu ziehen. Schulterblatt in die Spannung und dass er hier gerade Rücken und Hüfte nicht ins Hohlkreuz fallen. Also Hüfte nach vorne. Schön ziehen nach oben, nach unten.
Wir wechseln die Klopapierrolle, andere Seite und gehen wieder tief und wieder hoch. Drei, zwei, eins. Locker lassen. Einigung haben wir noch, bevor es nach unten geht. Selbe Übung. Wir leiten uns vor mit dem Oberkörper, Hüfte bleibt hinten. Drücken Arme hoch, Arme wieder hinten. Arme hoch, Arme hinter. Versucht Arme gestreckt zu lassen, Schulterblätter wieder hinten. Schön mit in den Zug mit reinzunehmen. Noch fünf. Vier, drei, zwei, ein und noch gelassen. Seid ihr warm? Oh, ja. Habt ihr den Rücken schon gemerkt? Ja. Beine gemerkt? Ja, ja, ja. Also geht zu uns, sitzt nach unten auf den Boden. Wir fangen ganz entspannt an. Haut euch in die Mitte einen Druck und erstmal drei. Super, wie heute. Hier den Unterarmstütz. Vanessa zeigt euch die einfache Variante. Ich mache es ein bisschen schwerer. Knie oben lassen oder Knie unten lassen. Dann fangen wir es mal an. Rechte Hand geht über den Haufen drüber. Linke Hand geht über den Haufen drüber. Achtet hier schön drauf, dass die Hüfte in einer Position bleibt, dass er nicht nach unten fällt, nicht nach oben. Und dann bauen wir unseren Haufen noch ein Stückchen höher. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und locker lassen. Ihr könnt kurz absetzen. Kurz euch entspannen. Oh Gott. Vanessa ist ja schon heil. Natürlich nicht. Nächste Übung. Nein. Wir stützen dann wieder hoch und bauen den Stapel Stück für Stück nach unten. Und stapeln den. Stapel wieder auf die andere Seite. Wieder Mitte aufbauen. Und dann wieder abbauen. Wechselt auch immer mal die Hände, dass du mal links stützt, mal rechts stützt. Und dass wir dann Stück für Stück wieder aufbauen nach oben. Eine und Arme noch. Wir bauen nochmal hoch. Und nochmal runter. Und setzen dann lassen Lücke. Ihr könnt euch kurz lang machen, legt die Arme lang, die Beine lang, atmet kurz durch. Schulter habt ihr gemerkt, Bauch habt ihr gemerkt, Rücken habt ihr gemerkt. Jetzt kommen wir mal zur Brustmuskulatur. Das ist der ganze Körperworkout. Und dafür Vanessas Lieblingsübung. Liegestütze. Knie bleiben unten. Und dann zieht euch. Tief. Wieder hoch. Seid ihr bereit? Wir gehen in den Stützen nach oben und gehen tief, oh, wieder hoch, gehen tief, guckt euch das beim Max wieder hoch, gehen tief, wieder oh, hoch, tief, ich setze gleich wieder ein, wieder hoch. Ich lasse ein bisschen Vorsprung. Macht so viel wie ihr könnt. Ihr seht, Vanessa ist auch erst in der ersten Woche in Quarantäne, oh, bedeutet nach der vierten schafft sie ihr 10 ganz oh, entspannt. Halten und tippen. 5, 4, 3, 2, 1. Komm nach oben, lassen wir. Setzen uns kurz nach hinten auf die Fersen, machen die Arme lang nach oben. Gehen nochmal tief nach unten. Fersen bleiben hinten. Dann kommen wir wieder nach oben und legen uns in die Rückenlage für die letzten Übungen Bauchmuskulatur. Rückenlage, ich zeige euch wieder an Vanessa hoch. Wir fangen erstmal ganz entspannt an. Füße stellt ihr 90 Grad hier auf, Hände, Nacken und dann atmet ihr aus, zieht ihr einen Crunch nach oben, atmet ein, geht wieder locker nach unten. Ausatmen hoch, einatmen runter. Ausatmen hoch, einatmen runter. Langsam anstrengend. Ja. Also ihr merkt ja schon, der komplette Körper wird wirklich hier aktiv trainiert. Also ziehen hoch und wieder runter. Ziehen hoch und wieder runter. Ziehen hoch und wieder runter. Wir haben noch 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, was habe ich hier getan? Einen und locker lassen. Beine lang, Arme lang machen, kurz durchatmen, kurz den Bauch lang ziehen. Wenn ihr das genauso gut macht wie Vanessa, dürftet ihr jetzt auf jeden Fall die Bauchmuskulatur schon merken. Wenn das so ist, lacht ihr bestimmt gerade genauso wie Vanessa. Wir kommen zur nächsten Übung. Ihr legt die Hände neben die Hüfte. Die Daumen könnt ihr gerne unter Gesäß klemmen. Die Beine gehen gestreckt nach vorne. Auf die linke Seite euer Klopapier auf. Ich habe jetzt hier drei Klopapierrollen übereinander gestellt. Dürfte die Anfangsstufe sein, dürfte jeder noch schaffen. Ihr zieht die Beine gestreckt nach oben und legt sie auf die rechte Seite. Zieht sie wieder nach oben, über den Haufen drüber, kommt wieder ab. Ihr müsst jetzt nicht so hochgehen wie Vanessa. Es würde reichen, wenn ihr hochkommt, über den Haufen wieder absetzt. Da habt ihr auf jeden Fall eine Bauchmuskulaturspannung, Oberschenkel, Hüfte, merkt ihr. Und jetzt brauchen wir Stück für Stück höher. Wir haben jetzt vier Rollen. Geht doch, ne? Absolut. Vanessa sagt absolut entspannt. In ihrem Gesicht sehe ich das genauso, wie ich das sonst in eurem Gesicht sehe, dass es einfach schon anstrengend ist. Wir gehen noch eine Stufe höher. Stufe Nummer 5. 5 Klopapierrollen übereinander. Mich würde es dann nach dem Video mal interessieren, wie hoch ihr das geschafft habt. Ja, hoch schaffen wir es. Wir gehen mal noch ein Stück höher. 6 Rollen. Man ist ja langsam anstrengend. Ach, geht's. Geht doch, ich habe ja oben noch ein paar Klopapierrollen. Schaut mal hier, wir haben noch ein paar. Wir machen mal Nummer 7. Kurz hat sie einen Haufen umgeheult. Mal sehen, ob das jetzt auch passiert. Schön. Hier so was verrätst. Ja. Und jetzt Stufe Ende. Wir ziehen den Oberkörper hoch und haben noch 5 Stück. Oberkörper zieht hoch, die Beine gehen über den Haufen und gehen wieder runter. Gehen über den Haufen, gehen wieder runter. Noch 4. 3. Oberkörper bleibt oben. Jetzt seht ihr, wie Vanessa zittert. Und so zittert ihr bestimmt auch gerade zu Hause. 2 Mal noch. Einmal. Dann ist Schluss. Einmal. Und absetzen. Sehr schön. Ihr merkt, Vanessa ist kaputt. Wir hoffen, ihr seid auch kaputt. Und wünsche euch viel Spaß beim Nachbetonen. Macht nächstes Workout, wenn euch das zu wenig ist. Und dann sehen wir uns bald wieder. Ja. Macht's gut. Ciao.